Das Fahrrad ist schon lange ein Verkehrsmittel, das das Stadtbild Göttingens prägt. Tag für Tag sind hunderte Menschen auf dem Rad unterwegs, um schnell von A nach B zu kommen. Für Alteingesessene und neu Hinzugezogene ist das Fahrrad ein wichtiger Begleiter im Alltag. Aber was tun, wenn das Fahrrad mal kaputt geht? Kein Problem, ab zum Weststadtzentrum in Grone. Der Treffpunkt hier ist schon etabliert. Die Einrichtung versteht sich als Nachbarschaftszentrum, wo Menschen aller Altersgruppen und unterschiedlichen sozialen Hintergründen miteinander in Kontakt kommen. Das Weststadtzentrum hier war ein ehemaliger Schleckermarkt und es begann zu der Zeit, ja 2011, hier ein großes Arbeitsmarktprojekt und 30 Quartiersarbeiter bzw. Bürgerarbeiter haben den Schleckermarkt umgebaut zu unserem Weststadtzentrum. Zum einen ist es ein Ort des Austausches und der Begegnung, ja, für die Menschen, die hier in der Weststadt leben. Dafür gibt es unterschiedliche Angebote. Eines dieser Angebote ist die Fahrradwerkstatt. Hier hat ein gelernter Starkstromelektriker seit 1,5 Jahren das Sagen. Mit Leidenschaft repariert er täglich viele, viele Fahrräder und er ist froh über seine Arbeit im Weststadtzentrum. Am häufigsten repariert er Bremsen, Lichter oder Gangschaltungen. Dabei zahlen Kunden hier nur den Materialpreis. Das Fahrrad ist hier nicht nur ein Arbeitsgegenstand, sondern vor allem eine Hilfestellung zur Integration und Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Die Kunden sind erstmal hier die Wohnumgebung, diejenigen, die in der Nachbarschaft sind. Also das sind diejenigen, die hier zu den Angeboten im Weststadtzentrum kommen, also Nachbarschaftstreffen, Seniorenfrühstück, Frauenfrühstück, aber auch die Sprachkurse, wenn hier die Erstkurse der Geflüchteten stattfinden. Und aus dem Personenkreis, der hier ein- und ausgeht im Weststadtzentrum, die nutzen unser Angebot hier. Täglich kommen viele Menschen ins Weststadtzentrum. Treffen, sich austauschen, miteinander aktiv sein. Genau das will das Weststadtzentrum erreichen. Hier ist wirklich jeder willkommen, selbst ein kaputtes Fahrrad.